Hallo allerseits. Ich befinde mich gerade in einer Produktionspause des Videos zum zu dem Video, das ich gerade drehe, über das Personalisieren des Helle-Thema Gami. Das heißt, ich habe den Griff gebräunt und das arbeite gerade mit Senf und damit habe ich das beste Ergebnis bis dato erzielt. Mit Senf an einer wirklich schönen Patina an meinem Helle Temagami. Und um in der Zwischenzeit das mal zu zeigen, wie der Stahl sich ändert mit Senf. Das hier ist das unbehandelte Messer von Dave Canterbury, das ist das PLS K1. Das Kameralicht ist das Licht, was ich jetzt hier dafür benutze. Ein bisschen uncool gemacht. Oder habe ich uncool eingestellt? Nee, nutzt nichts. Ist scheiße. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Aber man sieht hier an der Schneide. So, die glänzt, das ist, die war vorher genauso wie hier oben und das kommt dadurch, dass ich die eingeschliffen habe, die Schneide. Das gleiche hier auch. Übrigens wunderschönes, wirklich gut in der Hand liegendes Messer. Ich weiß nicht, wie viel der Canterbury da mit dran gearbeitet hat. Ich sehe da immer sehr viel Blind Horse oder Dan Coppins drin in seiner Arbeit. Also so sieht das, sieht der Stahl aus. Das ist der 01 Werkzeugstahl. Der ist kohlenstoffhaltig, also Carbonstahl. Jetzt kommt aus dem gleichen Stall das von mir bearbeitete Pathfinder Scout. Man kann schon sehen, dass sich hier drauf das Licht sehr spiegelt. Hier drauf nicht mehr. Schade, wenn man das nicht genau hin... Aber das doch kann man sehen. Seht ihr das? Ungleichmäßig. Die Patina auf diesem Messer liegt. Das ist übrigens Scandi Grind, also ein skandinavischer Schliff. Das hier ist ein Saber Grind. Ich bedauere, dass ich die erste Version dieses Messers nicht bekommen habe, weil die hier ist mit Mikata Griffschalen. Die erste war mit Curly Maple Handles, ich weiß das gar nicht, was das für ein Holz ist. War auf jeden Fall wunderschön, dunkelbraun gemasert. Oh. Und der Anschiff, der ging bis ganz nach oben, das war so ein Flat Grind. Oh. Nachdem ich übrigens, mal gucken, ob man die Patina hier so sehen kann. Wie ihr seht, das ist, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und nimmt, mal hier so ein man kann das auch mit dem Küchentuch machen, nimmt einfach Senf drauf und dann tupft man das immer so ein bisschen hin und her. Dann seht ihr, dass das sehr ungleichmäßig ist. Das ist, was diese Patina für mich sehr ausmacht. Das hat für meine Begriffe sehr viel Charakter. Besseren Charakter, als wenn ich das Messer einfach in ein Glas mit Essig stelle. Das ist einfach nur dunkel. Das hier hat, das hat fast schon so ein bisschen die Textur von einem, ja, fast schon ein Tarnmuster. Und auch ein sehr schönes Messer, liegt wunderbar. An der Hand ist ein Griff ein bisschen größer. Ist ja auch dafür gedacht. Ist wahrscheinlich für XL, X, nee, ich habe ja schon XL-Hände. Für XXXL Hände. Wunderbares Messer, keine Frage. Und
das hier sowieso. Ja, wunderbar in der Hand. Danach kommen die zwei erst nach meinem Helle Temagami oder Hella, wie es eigentlich heißt, Hella Temagami, weil das diesen ideologischen Wert für mich hat. Denn das hat mir meine Frau geschenkt. Die hat heute geschimpft, dass ich das Messer bearbeitet habe. Aber damit mag ich das Messer noch mehr. Nun gut, ich wollte eigentlich nur, ich komme da immer wieder von ab. Rambling nennt man das so ein bisschen. Ich komme da immer wieder ein bisschen von ab. Von dem, was ich eigentlich sagen will. Einfach mal zu zeigen, wie das unbehandelt aussieht. Unbehandelt. Wobei natürlich nach der Behandlung wichtig ist, dass man das auch ein bisschen einölt und einfettet, so dass da nichts mehr drankommt. Das hier sowieso. Und das hatte ich schon mehr in Gebrauch als das hier. Und dass da noch nichts dran kommt oder dran kam, keine Patina angesetzt hat, das liegt einfach nur daran, dass ich das Messer immer gut behandle. Das heißt, nach dem Behandeln oder nach dem Benutzen sauber machen, wirklich sauber machen. Wie ein Küchenmesser sauber machen, nicht in die Geschirrspülmaschine stecken, sondern mit der Hand schön sauber machen. Nehmen dazu pH-neutrale Seife und die ganz normalen Geschirrbürste. Trocknet es danach sehr gut ab und dann wird es eingeölt. Deshalb kommt da nichts dran. Also eine Patina muss nicht entstehen, wenn man sich drum kümmert, oder man lässt einfach zu, dass die Patina entsteht. Das möchte ich bei diesem Messer einfach vermeiden. Bei diesem Messer wollte ich es unbedingt haben. Diese beiden Messer sind einfach wunderschön. Ich hoffe, dass ich mit meinem Temagami, dass ich da ein ähnlich schönes Muster hinbekomme, vielleicht ein schöneres. Aber ich bin sehr stolz auf dieses Messer. Eben weil es mir meine Frau geschenkt hat. Nun gut. Genug der Gefühlsduseleien und Gequatsche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, die ihr dafür aufwendet, meine Videos zu gucken. Es gibt ja unheimlich viele Videos mittlerweile bei YouTube, die Messer angeht. Survival, Bushcraft, Woodlore, Woodcraft. Und da herauszustechen, das ist nicht mehr so einfach. Ich will da auch gar nicht herausstechen. Ich freue mich schon, wenn jemand eine Idee von mir aufnimmt, die für sich verwursteln kann und mich das wissen lässt. Also wenn einer von euch nach einem meiner Videos etwas gemacht hat und es hat für ihn auch funktioniert und er hat sich darüber gefreut über das Ergebnis, würde ich mich freuen, wenn er mich das wissen lässt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.